Hallo Freunde! Heute gibt es ein Video zum Thema Minimalismus und zwar geht es um die Anziehsachen, also um die Kleider. Wir haben früher immer das Problem gehabt, also besonders ich, dass ich in einen vollen Kleiderschrank geschaut habe und nicht wusste, was soll ich anziehen. Ja, und mit dieser Situation ist natürlich keiner glücklich. Und als wir dann den Veganismus entdeckt haben, haben wir immer mehr angefangen, Sachen zu hinterfragen. Und so sind wir dann auch auf die Frage gestoßen, wie wirken wir auf andere, wenn wir uns nicht durch Kleidung identifizieren? Und geht das nicht alles einfacher? Muss das unbedingt so ein Aufwand sein? Also wir haben dann YouTube-Channels entdeckt von Leuten, die minimalistisch leben. Und der ganze Hintergedanke beim Minimalismus ist ja, dass man sich das Leben einfacher macht und dadurch mehr Zeit hat, sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren. Also bei Minimalismus geht es nicht um, also das ist nicht nach dem Motto Geiz ist geil, sondern dass einfach das Tauschen zelebriert wird. Also egal, ob es jetzt um Autos geht, um Kleider oder Bücher, was auch immer. Tauschen hat einfach viel mehr Sinn und beim Minimalismus ein Grundgedanke davon ist auch, dass man einfach die Entscheidungsfähigkeit schult. Also man muss sich einfach immer nur die Frage stellen, brauche ich das wirklich, ja oder nein? Und mittlerweile leben wir sehr minimalistisch, also es ist furchtbar befreiend, mit weniger auszukommen. Und jetzt komme ich wieder zurück auf die Kleider. Jetzt haben wir einen Kleiderschrank, der sehr zweckorientiert ist und praktisch und einfach zu uns passt. Also wir haben uns nicht an die Mode angepasst, sondern einfach nur an die Kleider, an unseren Lebensstil. Und ja, die 6 Monate in Thailand haben wir jetzt nur so mit ungefähr 10 Kilo Gepäck verbracht. Das heißt, ja, 2 kurze Hosen pro Person, ein bisschen Unterwäsche und Socken und halt ein paar T-Shirts. Das, was ich am meisten anhabe, ist eben unser Kanal-T-Shirt natürlich. Und dann, was eh schon jeder kennt, mein Lieblingsshirt Vegan Beauty. Das gibt's bei der VGT. Dann mein zweites Lieblingsshirt, das habe ich auf einem Second-Hand-Markt gefunden, um 10 Euro, auch toll. Und was wir beim Radeln immer tragen, unsere veganen Radler-Shirts. Ja, also das sind, diese 4 Shirts habe ich eigentlich nonstop an. Und ja, es gibt keine Verzweiflungsschreie mehr, wenn ich morgen zum Kasten gehe, weil ich weiß einfach, ja okay, einfach eins von den T-Shirts raus und eine kurze Hose und fertig. Man verplempert nicht so viel Zeit mit dem, was irgendwo zusammenpasst, weil sowieso alles zusammenpasst. Und ja, wir sind wirklich viel glücklicher mit dem. Lukis Geschichte ist so, der hatte sicher 50 Hemden. Trägt er 0 davon, 0. Also bei ihm schaut der Kleiderkasten genauso aus wie bei mir, ein paar T-Shirts und kurze Hosen und ja, von den Jeans haben wir uns auch schon mehr oder weniger verabschiedet. Das ist ja auch nicht bequem zu tragen, also das ist dann der nächste Punkt. Wir haben Sachen angezogen, die absolut überhaupt nicht bequem sind und ja, jetzt sind wir viel schneller angezogen, wir haben eine Mini-Garderobe. Ja, jeder Mensch besitzt im Durchschnitt ca. 10.000 Gegenstände und ja, denkt mal drüber nach, wie viel Stress das ist. Je mehr man besitzt, desto mehr muss man warten oder ja, aufpassen, dass nicht verloren geht oder bei den Umzügen halt, das ist total kompliziert. Also je weniger Gepäck man durchs Leben geht, desto ja, mehr Spaß macht das Leben. Also wir leben nicht reduziert, sondern in Fülle. Das ist eigentlich die Hauptbotschaft dieses Videos. Es geht uns nicht darum, alles Mögliche zu verweigern, sondern wir sind Genießer. Bei jedem Gegenstand, den ihr euch anschafft,
bei jedem Kleidungsstück, bitte überlegt vorher, brauche ich das wirklich? Und vom ethischen Standpunkt her natürlich ist es absolut nicht vertretbar, ständig Kleider zu kaufen. Also dieser Wegwerfwahn, was Kleidung betrifft, der ist ja maßlos. Also die ganzen Modeketten, also H&M und was weiß ich, Esprit etc., bitte unbedingt meiden. Also das gehört zum veganen Lebensstil meiner Meinung nach absolut dazu, dort nicht einzukaufen, weil man automatisch dadurch mitverantwortlich wird, wie diese Leute in Bangladesch in den Fabriken ums Leben kommen, weil die Fabrikbesitzer einfach die Kosten so weit runterdrücken müssen, dass sie in einem komplett veralterten Gebäude die Arbeiten fortführen und das Gebäude halt einfach dann einstürzt. Also bitte informiert euch da. Wir haben eine total super Doku zu diesem Thema, die verlinken wir euch hier. Die heißt The True Cost und da wird eben genau aufgezeigt, was hinter der Modeindustrie wirklich steckt, also welches menschliche Leid da dahinter steht. Also was ist unser Plan für die Zukunft? Ganz einfach eigentlich. Wir ziehen jetzt mal das an, was wir haben, bis es auseinanderfällt. Also die Shirts und Hosen, das können wir noch 10 Jahre anziehen und meine Mama ist zum Glück Schneiderin, also wenn irgendwo was Löcher bekommt oder so, dann bekommt das meine Mama zum Reparieren. Also wir wollen definitiv nichts Neues kaufen, eher uns eben auf Secondhand beschränken, beziehungsweise ja, es werden sowieso immer auch Kleider abgegeben. Ja, also da bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, als probiert eure Gegenstände, die euch umgeben, mal zu hinterfragen, ob ihr die wirklich braucht und vor allem auch beim Kleiderkasten, weil der ist relativ schnell ausgemistet. Also schaut mal, ob der minimalistische Gedanke vielleicht nicht doch zu euch auch passen könnte. Also, habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Baba.